Diese Behauptung erlebt im Moment gerade wieder in allen möglichen Lagern von rechts bis links Hochkonjunktur. Und das hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun, weil die Verhüllung der Frau ist genau gleich, wie es Minaret nie erwähnt, speziell im Koran. Das ist erst nachher dazu gekommen. Aber man müsste sich auch die Frage stellen, was wäre, wenn es ein explizites Gebot zur Gesichtsverschleierung genauso deutlich wie das Verbot des Schweinefleischs im Koran gäbe? Würde es einen Unterschied machen? Und vorab vielleicht noch etwas. Kurz eine Erinnerung daran, dass für alle Muslime der Welt sowohl der Koran als auch die Prophetentradition die beiden bindenden, unerlässlichen, normativen Primärquellen sind. Beide müssten deshalb immer in Betrachtung gezogen werden, sonst käme eigentlich jede Schlussfolgerung ohnehin schief. Ja, die Verhüllung der Frau sei also nicht im Koran, keine Norm, kein Gebot für den Gesichtsschleier oder den Hijab also. Lasst uns jetzt diese Aussage auf den Zahn wühlen, hier der Faktencheck dazu. Blättern wir den Koran von Anfang an bis zu seinem Ende durch, dann finden wir schon drei Stellen, in denen die Verhüllung der Frau direkt zur Sprache kommt. Und hier die erste Textstelle. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Der wichtigste Teil wurde hier in dieser Textstelle erst einmal gelb markiert. Auf die beiden anderen Stellen mit den orangefarbenen Markierungen kommen wir dann später zu sprechen. Diese Passagen sprechen auf jeden Fall wissenschaftlich unumstritten durch die ganze fachspezifische Literatur, Sekundärliteratur, Referenzwerke, Koranexegesen oder eben begleitenden Quellentexte hindurch von der Aufforderung an die Frau zur Verhüllung. Lasst uns also hier etwas tiefer in die Materie eintauchen. Das arabische Wort, welches hier im Koran an dieser Stelle verwendet wird, heißt Khumurun. Es ist das Plural von Khimar, also Khimar, das Singular davon, mit dem Kasra auf dem Buchstaben Kha. So ist es nach den vormodernen Sprachwissenschaftlern das Kleidungsstück, mit welchem der Kopf bedeckt wird. Hierzu konsultiert habe ich die Referenzwerke der arabischen Lexikographen Lisan al-Arab von Muhammad ibn Mansur, Al-Qamus al-Muhib von Fayruzabadi, aber auch Al-Sihah fil-Lugha von Abu Nasr Ismail al-Jawhari und natürlich den Taj al-Arus von Muhammad Murtada al-Zabidi. Ganz schön viele Namen, aber ich sage euch, es gäbe noch etliche mehr. Aber lassen wir es bei den wichtigsten hier und nehmen ein Zitat aus Lisan al-Arab, das sich so sehr ähnlich in allen anderen Werken wiederfinden ließe. وَقِيلَ الْخِمَارُ مَا تُغَطِّ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَجَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وَخُمْرٌ وَخُمُرٌ. Auch in postmodernen Werken wie etwa dem I'rab al-Quran von Muhyiddin al-Duwaysh, um den Koran sprachlich und grammatikalisch vollständig zu analysieren, wird es nicht anders gesehen. Ich zitiere daraus ungefähr übersetzt: Al-Khumur mit dem Dhamma, also das Wow auf dem Kha, und Mim ist das Plural von Khimar mit einem Kasra beim Kha, und das ist, womit die Frau ihren Kopf verhüllt. Und es bedeutet Verhüllung im Allgemeinen. Soweit so gut. Aber da gibt es noch weit mehr als nur die philologische Ebene dieser Texte. Da kommt noch eine ganze Palette von Primärquellen, welche diesen und die folgenden Koranverse in den richtigen Kontext setzen. Bei der Aufarbeitung der Primärquellen wird dann sehr bald deutlich, dass zwar ein Konsens über die normative Berechtigung der Vollverschleierung mit dem Gesicht inklusive also gegeben ist, streitig aber bleibt ihre Einordnung bezüglich der Verpflichtung. Ah, wie kompliziert. Aber einfach gesagt, ist es nun Pflicht für die Frau, das Gesicht zu verdecken oder darf es unbedeckt bleiben? Darüber besteht Uneinigkeit, aber nicht darüber, ob der Gesichtsschleier überhaupt als Teil der Norm verstanden werden kann.
Und das ist wohl auch der Grund, weshalb Hans Wehr in seinem arabisch-deutschen Wörterbuch, dem nach wie vor unübertroffenen Standardwerk für Übersetzungen in der Schriftsprache der Gegenwart, Chimar mit Kopf- und Gesichtsschleier übersetzt. Er war ja auch noch nicht dem heutigen Diskurs ausgesetzt und musste nicht darauf achten, ob das jetzt richtig gegendert war oder frauengerecht. Das aber ein ganz anderes Thema. Wir haben nun also mal das sprachliche Bedeutungsfeld des Wortes Chimar hier erschlossen in diesem Gebrauch. Dass Verhüllung also nirgends im Koran erwähnt würde, kann man jetzt schon kaum mehr über die Zunge kriegen. Aber damit nicht genug. Kommen wir zu der zweiten Textstelle im Koran. Da wird gesagt, Ya ayyuhan nabiyyu qulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Die relevanteste Stelle wurde hier wieder in Gelb markiert. Die Markierung in Orange werde ich später erklären. Das Schlüsselwort hier in dieser Textstelle ist Jalabib, das Plural von Jilbab. Ausgesprochen Jilbabu, das Singular also davon. In dieser Konstellation mit dem Jim Maksura hat es laut Lisan al-Arab unter anderem hier folgende sprachliche Bedeutung. Al-Jilbabu thawbun awsa'un min al-khimari dun al-rida' tughatti bihi al-mar'atu ra'saha wa sadraha. Ähnliche Erklärungen sind auch in allen anderen eben erwähnten Wörterbüchern zu finden und wer sich dazu selbst einlesen will, kann unter dem Link hier unten in der Infobox die Texte zu jedem einzelnen Schlüsselwort in voller Länge zur Kenntnis nehmen. Soweit alles klar? Wir haben also bisher zwei Textstellen gefunden und sprachlich erschlossen, in denen nachweislich von der Verhüllung gesprochen wird. Bevor wir uns also nun an die letzte Passage ranmachen, bleiben wir noch an diesen beiden ersten Textstellen und stellen uns der Frage, wie wurden denn diese Texte im Entstehungskontext, also damals, als sie entstanden sind, aufgefasst, verstanden und umgesetzt, natürlich soweit sich das erschließen lässt. Wir gehen also jetzt zurück und schauen uns weitere Quellen aus dieser Zeit an, zu diesen beiden Passagen, um der Frage, ob die Verhüllung der Frau im Koran erwähnt wurde, weiterhin auf den Grund zu gehen. Nehmen wir die erste Textstelle, also die aus Surat al-Nur, ja, ihr erinnert euch diese mit dem Chimar oder dem Chumur Mehrzahl, und schauen uns Quellen aus dieser Zeit an. Und da haben wir die erste Aussage von Nafi, der als junge Safiya, die Frau von Abdullah ibn Omar, dem Sohn des zweiten Kalifen, bei der Verrichtung der Gebetswaschung beobachtete. Was hat er also gesehen? Ra'a Safiya ibn Abi Ubayd, imra'ata Abdullah ibn Umar, tanzi'u khimaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma'. Ach, ihr habt es also schon gehört, das verwendete Wort hier ist Chimar. Chimar wird also in dieser Zeit offensichtlich als Verhüllung des Kopfes verstanden. Denn ansonsten würde dieser Satz hier keinen Sinn ergeben. Wenn der Chimar nur als Brustbedeckung verstanden worden wäre, wie einige es eben behaupten, warum sollte sie ihn dann vom Kopf herunterziehen, um sich dann den Kopf zu nässen? Eine andere Quelle zeigt eine direkte Aussage von Aisha radiallahu anha, als sie mit ihrem Bruder auf dem Kamel saß. Qalat, faja'altu arfa'u khimari ahsuruhu an unuqi. فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ. Und so könnten wir das gefühlt ins Endlose weiterführen. Es ist unausweichlich, dass man anerkennen muss, dass das sprachliche Verständnis von Chimar die gängige Bezeichnung war für die Kopfbedeckung. Führen wir uns die Aya, den Vers, noch einmal vor Augen. Denn wie versprochen, schauen wir uns jetzt die orangefarbenen Markierungen an. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Schon im Verlaufe des ganzen Verses scheint die Aufforderung der Bedeckung darauf bedacht zu sein, die Schönheit der Frau als Impuls des Reizes in der Öffentlichkeit zu schmälern. Konsultieren wir die Quellen aus der Zeit der Entstehung, ist man sich offenbar nicht einig gewesen, was unter Schmuck denn zu verstehen ist. Der Schmuck also, der verhüllt werden soll, was da alles beinhaltet ist. Das Wort Sina kommt in diesem Vers
zweimal vor. Einmal vor der Aufforderung, den Schleier über den Ausschnitt des Gewandes zu ziehen und einmal gleich danach. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Für die einen Prophetengefährten, unter anderem Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar und Hassan, ist die Bedeutung dieses Wortes Sina hier als Schmuck und Verschönerung zu verstehen. Also die schöne Kleidung, die körperbetonte Kleidung, Ohrringe, Schminke etc. Diese dürfen nicht sichtbar sein. Und für die anderen Gefährten und Nachfolger, unter anderem Abdullah ibn Abbas, Atta, Qatada, Sa'id ibn Jubair, ist Sina hier aufgrund der doppelten Erwähnung und der Erklärung im zweiten Teil, wem der Schmuck spezifisch gezeigt werden darf, mehr als nur der äußere Schmuck. Das Wort Sina hier sei die natürliche Schönheit der Frau und nicht nur der zusätzliche Schmuck, den sie tragen kann. Und daher gehört für dieses Verständnis auch das Gesicht dazu. Nicht ganz unberechtigt kommt das Argument, dass das Gesicht für die Anziehung und Sympathie eine wesentliche Rolle spielt. Daher sei dies in der Gegenwart von fremden Männern zu verdecken, so die Deutung dieser Gruppe von Gefährten. Bestärkt wird diese nachweisbare Uneinigkeit unter den Gefährten auch bei der Betrachtung ihres Verständnisses im zweiten Vers, ja, den mit dem Jilbab. Ja, ayyuhan Nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Im Sprachgebrauch und der praktischen Umsetzung in der Zeit der Entstehung stand der Jilbab offenbar also für ein weiteres Gewand, das über die schon umhüllende Kleidung übergezogen wurde. So ist der Khimar als erste Schicht der Verhüllung verstanden worden und der Jilbab als großes, weites Gewand, das darüber auf dem Kopf getragen wurde. Hier in diesem Vers folge nun also die Aufforderung, dieses weite Gewand vom Kopf über sich herunterzuziehen. Was bedeutet also hier das Herunterziehen? Bei der Betrachtung der frühen Quellen stechen auch hier zwei Auffassungen hervor. So meint Ibn Abbas, Gefährte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, zum Jilbab und dem Herunterziehen: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويؤذين عينا واحدة. Andere Erstinstanzen für die exegetischen Quellen wie Qatada und Mujahid verstanden es aber so: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب. Und weiter: أمرنا أن يشددن جلابيبهن على جباههن. Von Salama رضي الله عنها, der Frau des Gesandten صلى الله عليه وسلم, wird die Beschreibung zu der Umsetzung in der Praxis dieser Verhüllungsaufforderung an die Frauen wie folgt überliefert: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسي. Wie das gemeint ist, zeige ich euch gleich an einem Beispiel. Bevor ich das also mit euch mache, noch zum zweiten orange markierten Teil im zweiten Vers, also dem Jilbab-Vers. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Die Kleidung sollte also auch als Erkennungsmerkmal dienen, als Merkmal der Zugehörigkeit, da es in der Zeit in Arabien ohnehin Brauch war, dass freie Frauen einen offenen Schweif vom Kopf hinunter bis zum Boden trugen, war diese Form der Kleidung jetzt ein wesentlicher Unterschied. Zum einen trugen sie den Schweif nämlich offen, sichtbar waren also teilweise die Haare, der Hals bis zum Ausschnitt des Kleides. Ungefähr so, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Die Aufforderung, den Khimar nun über den Kopf zu ziehen, seitlich oder frontal und damit den Hals und den Ausschnitt, die Brust zu verdecken, markiert also den ersten Unterschied. Der zweite liegt darin, dass das Gewand, welches darüber getragen wird, nun auch bis zu der Stirn, hinunter zu den Augenbrauen oder eben
ganz übers Gesicht gezogen wird, je nach Auffassung. Dies taten nur die Musliminnen und sie waren damit unverkennbar und durch ihre Zugehörigkeit geschützt. Gemäß verschiedenen Quellen waren Männer auf den Straßen Arabiens und flirteten mit den Frauen, Freien und Sklavinnen und gingen dabei nicht immer zimperlich um. Die Kleidung der muslimischen Frau sollte sie erkennbar machen und damit durch ihre Zugehörigkeit schützen. So im Sinne von, oh ne, ich glaube, die lassen wir lieber, denn mit der wird eh nichts und dann kriegen wir nur Ärger. So, wir haben jetzt viel Theorie gehabt. Und damit das Ganze etwas bildlich besser verständlich wird, habe ich hier ein Vorzeigebeispiel für euch. In der Zeit also dürfte der Khimar in etwa so ausgesehen haben. Das eine Verständnis also ist, dass man es über die Seiten trägt, dass die Ohren bedeckt sind, der Hals bis hinüber über den Ausschnitt. Und das andere ist, dass es frontal über das ganze Gesicht gezogen wird, mit einer Öffnung bei den Augen. Und das ist übrigens auch der Niqab. Und auch der war schon in der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekannt. Er sagte, وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. Das Naqaba steht hier für die Öffnung der Augenpartie. Was den Jilbab angeht, dann könnte das in etwa so ausgesehen haben, wie ihr es jetzt hier seht. Also entweder eben über den Kopf bis zur Stirn, den Augenbrauen oder eben über das ganze Gesicht mit der Öffnung einer Augenpartie. Der Vergleich mit der Krähe von Salama radiallahu anha ist möglicherweise wegen des losen Zipfels auf dem Kopf, der manchmal aufgewirbelt worden war durch den Wind beim Gang und daher eben die Form so einer Krähe ergeben hat. So, jetzt ergibt das Ganze schon langsam ein Bild. Und in der dritten und hier letzten Textstelle, die nicht ganz unwichtig ist für das Verständnis der Verhüllung der Frau, finden wir im Koran folgende Aussage. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Hier wird nun noch einmal die Verhüllung angesprochen. Vor allem aber erscheint deutlich, wozu die Verhüllung gedacht ist, nämlich die Verhüllung der weiblichen Reize in der Öffentlichkeit. Ab dem Zeitpunkt, da die physische Attraktivität einer Frau durch das hohe Alter dermaßen reduziert ist, wird das Gebot zur Vollverhüllung gelockert. So Leute, ich glaube, es wird auch euch klar, dass das hier noch ewig dauern könnte, wenn wir alle vorhandenen Quellen dazu einzeln zitieren würden. Kurzum kann ruhigen und akademischen Gewissens gesagt werden. Die Behauptung, die Verhüllung der Frau sei in den normativen Primärquellen des Islams, den historischen Quellen aus dem Entstehungskontext nicht nachzuweisen, ist gelinde gesagt Unfug, um nicht unhöflich zu sein. In keiner weiteren späteren Quelle ist ernsthaft vorzuweisen, dass an diesem Verständnis der Verse alles kreuzfalsch gewesen wäre. Das Verständnis der Verhüllung hat sich nun mal historisch gesehen durch all die Jahrhunderte islamischen Wissens, der Tradition aller Rechtsschulen, auch der schiitischen, durchgesetzt. Einziger Punkt der Uneinigkeit in allen Schulen, auch der schiitischen, ist die Frage, ob die Verhüllung des Gesichts in jedem Fall eine Pflicht für die Frau ist oder nicht. Nie gab es Uneinigkeit darüber, dass die Gesichtsverhüllung ein Teil des Islams ausmacht. Nie gab es Uneinigkeit darüber, dass die allgemeine Verhüllung der Frau in der Öffentlichkeit eine normative Pflicht darstellt. Das mag nun den einen oder anderen gefallen oder nicht. Bon. Aber deswegen historische Quellen zu verleugnen, kommt eher einem faktenfernen Geschichtsrevisionismus nahe, der mit Wissenschaft nichts mehr am Hut hat. Die Verhüllung der Frau im Koran in Abrede zu stellen, ist ein konstruiertes, rein politisches Narrativ, das erst im 20. und stark im 21. Jahrhundert aufpoppt und meist in einem Kontext, in welchem mit Zwangsmaßnahmen versucht wird, Menschen von einer Überzeugung abzubringen. Und wenn all die Pseudo-Experten sich auch nur die Mühe gemacht hätten, 5 Minuten ernsthaft zu recherchieren, hätten sie sich all diese Peinlichkeiten ersparen können.
Wenn euch also jetzt das Video hier gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like. Darüber würde ich mich nämlich sehr freuen. Teilt es weiter, kommentiert und gebt mir gerne auch Inputs für nächste Faktenchecks. Und vergesst nicht, abonniert die Seite hier. Das war's von mir. Bis zum nächsten Faktencheck. Assalamu alaikum wa rahmatullah.